Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ich bin mal wieder in den verbotenen Westen gereist, nachdem wir in den letzten zwei Folgen die Stillsande noch mehr erkundet haben. Und da ist mir doch tatsächlich aufgefallen, schaut mal hier. Da ist noch ein unbekanntes Rebellenlager, direkt in der Nähe von Schluchtrand, direkt in der Nähe vom Tieflandpfad. Und das heißt natürlich für uns, wir müssen dahin. Wir müssen die ausfindig machen, die Söhne des Prometheus. Und müssen uns um die kümmern. Wir haben ja auch einen neuen Bogen am Start, ne? Können wir gleich mal direkt einsetzen heute. Dafür brauchen wir auch noch ein bisschen Materialien. Das finden wir hier am Fluss. Also alles easy peasy. Bis jetzt zumindest. Aber wir spielen ja auch erst seit ein paar Sekunden. So, da hinten. 490 Meter. Ist das nicht schön, ne? Dschungel. Ach, wunderbar. Keine nassen Füße bekommen. So, hier bin ich aber vorsichtig. Erstmal umschauen. Okay, nichts. Da oben? Gut, wie kommen wir da hoch? Hier sieht's doch gut aus. So, Aloy, ab nach oben. Ab geht er. Unbekanntes Lagerfeuer haben wir auch. 110 Metern. Und unbekanntes Dornenkiefer-Areal. Gut, gehen erstmal zum Lagerfeuer. Das sollten wir mitnehmen als Speicherpunkt. Oh, eine Kampfmusik hier. Das ist ein tolles Ding. Oh. Hi. Diese Tonaktsäute hatten greifen die Rebellen an. Los, ich wette, sie könnten Hilfe bekommen. Mal Alter an. Kleine Ratte. Okay. Wir müssten erstmal diesen säurespuckenden. Gut, der steht auf Eis. So. Ja, da gefriert kürzlich mal ein. Alter, was ist hier los? So. Okay, der ist down. Was ist denn mit dem hier? Boah. Okay, wir haben's. Also, ich habe gar nicht so viel gemacht. Die Tenakt werden immer stärker. Aber für uns springt natürlich gutes Loot dabei raus. Nehmen wir uns alles mit. Guckt mal, die sind alle lila. Das war dann schon was Stärkeres hier. Okay, die nicht. Oder die haben nicht so viel. Kann ja auch sein. Ja, ja, ich bin gleich bei dir. Bin gleich bei dir. Was heißt hier Fremde? Schauen die Videos nicht? Gut. Gehen wir mal auf ein Wort. Aber erstmal speichern. So. Okay, jetzt auf ein Wort. Was ist los? Haare so rot wie Feuer. Mhm. Ich wusste, meine Augen täuschen mich nicht. Mhm. Du bist Aloy, Hikaros Streiterin. Mhm. Ich bin Gartag, Anführerin des Fuchstrupps für den Tiefland-Clan. Hallo. Entschuldige, dass wir so plötzlich aufgetaucht sind. Kein Problem. Ihr wart aber gut vorbereitet. Tiefländer wissen, wie man das Überraschungsmoment für sich nutzt. Das macht uns erfolgreich. Willst du Marschstieg zurückerobern? Mhm. Marschstieg? Ein Tieflanddorf südwestlich von hier. Die Rebellen haben es eingenommen. Ich dachte, der Häuptling hätte dich geschickt. Tut mir leid, ich bin nur auf der Durchreise. Mein Trupp versucht, sie von der Versorgung abzuschneiden. Aber irgendwann werden wir das Dorf direkt angreifen müssen. Wir könnten dich gut gebrauchen. Wenn ich in der Gegend bin, geht das vielleicht. Mögen die Zehen dafür sorgen. Aber bevor du gehst... Häuptling Hikaro würde es bestimmt nicht gefallen, wenn sein Clan dir nicht für den Kampf gegen Regala dankt. Danke. Möge unser nächstes Treffen siegreich sein. Jawohl. Okay, Farbe freigeschaltet, Tieflandpirscherin. Und kalter Sand. Wir müssen mal zu so einem Färber. Die nehme ich mit. Gut, zack.
Munition herstellen. Ich kam jetzt so gar nicht richtig zum Einsatz, ne? Das gemerkt? Die waren viel schneller als wir. Wir bleiben bei den Pfeilen und gehen jetzt zu diesem Dorf. Oh, die Dornenkieferherde. Ist das der Geisterdornenkiefer hier? Ist doch wieder der Geisterdornenkiefer, oder? Ja, das ist er. Nein, das ist er nicht. Halt nochmal, ich habe nicht aufgepasst. Stark gegen Frost? Okay, wir brauchen also Säure. Okay, wir warten, bis er vorbei ist. Dann können wir den Geisterdornenkiefer erledigen. Nummer 1, Nummer 2, 3, Nummer 4. So, die Waffen wären dann schon mal weg. Zumindest hinten die. Nein. So, genau, die Waffen wollte ich von dir weg haben. Du kannst nicht mehr auf mich schießen, mein kleiner Freund. Alles da. Boah, der kann immer noch auf mich schießen. Das war ein Treffer. Was los? Jawohl. Kurz mal heilen. Heile, heile Gänschen. Ups. Wow. Okay, eine Brustplatte haben wir eingesackt. Ja, und da können wir uns gleich neue Muni herstellen. Der hat ganz schön gefressen. So. Und hier. Gut, den haben wir. Aber der gehörte noch nicht zu dieser Herde. Die Herde ist irgendwo da hinten. Ein Radar nehmen wir auch mit. Jawohl, ja. Und den leihen wir aus. Den leihen wir uns aus, ganz genau. Ist auch noch ein Scheibenwerfer hier, ne? Munitionstrommel nehmen wir mit. Denn wir müssen da lang. Obwohl die 100 Meter jetzt wirklich so hier abschleppen. Oh, es kann dauern. Aber wir sind schon am Lagerfeuer. Können wir direkt mal speichern. Dann schauen wir mal, ob wir so einen Dornrücken mit den eigenen Waffen schlagen können. So. Hä? Wo ist dieses? Wo ist dieses unbekannte Dornrückenareal hin? Okay, strange. Das ist hier ein Lagerfeuer und hier sind doch Säure-Dornrücken. Passt. Das passt. Aber es ist kein Dornerkiefer, sondern ein Dornrücken. Gut, dann habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen verkalkuliert, verlesen. Kann ja passieren. So, hier hoch. Da. Noch jemand? Boah. Alter. Okay, rennt noch einer rum? Oder? Nein? Nein? Nichts? Gut. Dann war's das hier auch. Mit dem Scheibenwerfer Ast 3. Okay, dann heißt's jetzt ab hier.
unbekanntes Lagerfeuer und dann nehmen wir dieses Lager ein dort. Sehr geil. Läuft doch wie's Brezelbacken. Marschstieg. Tatsächlich, das ist dieses Dorf. Herausfinden, was sie vorhaben. Okay, die schreien ganz schön rum. Mal speichern. So, wo sind die Rebellen? Okay, für den da oben nehmen wir einen Scharfschussbogen. Das war ein Treffer. Den da hinten wird man nicht erwischen, zumindest nicht von hier aus. Mit dem richtigen Timing kann ich die Wache am Tor ausschalten. Dann bleibt es lange genug, dass man das schreien kann. Yes. Okay, irgendjemand hat eine Leiche gefunden. Der hier. Gut, damit ist er weg. Mal schnell neue herstellen. So, jawohl. Die Wache am Tor. Müssen wir aber überhaupt übers Tor da rein? Oder können wir auch von hier außen? Ist eine Möglichkeit, hier diese Felsen hochzuklettern. Ich meine die Möglichkeit selber nicht, aber wir machen uns halt eine. Ups, ups. Ups. Ich kann der Hitze nicht entkommen. Nee, der Hitze kannst du nicht wirklich entkommen, Aloy. Da ist einer. Das ist wohl die Wache am Tor. Okay, hoch hier. Assassinenmäßig, aber hier ist ganz schön was los. Hört ihr das? Alter Schwede. So, der wäre down. Na geht doch. Wenn ich den finde, der hier das Sagen hat, wird mir vielleicht klar, was sie vorhaben. Eine Niederlage ist mein Plan. So. Rebellenscharfschützen da hinten. Irgendjemand hat doch hier gerade gequasselt. Da sitzt eine Nee, das ist eine Waffe. Hier, guckt mal. Wer ist das denn? Dieser Krieg ist reine Ablenkung. Wir sollten Kaja töten, nicht uns gegenseitig. Okay. Mal schnell neue herstellen. Das war schon fast wieder zu auffällig. Wir nutzen die Brücke. Wir bleiben heimlich still und leise auf unsere eigene Weise. Und looten hier erstmal. Da kann ich das Tor heben. Sehr schön. Haben wir hier noch eine Kiste oder irgendwas rumstehen? Den könnten wir erwischen. Torsteuerung. Wir machen mal das Tor auf. Ich hoffe, das fällt nicht auf, wenn auf einmal das Tor hochgeht. So. Damit müssten wir auch Verstärkung bekommen können. Nein, nicht weiterlaufen. Mist. Mist, die ist weitergelaufen. Die bewegt sich auch. Oder der, je nachdem. Schön vorsichtig.
Die Zellentür. Boah, der hat einen schönen Helm auf. Tonung auf hatte. Der auch. So, 2 Pfeile brauchen wir pro Gegner. Okay, wir könnten jetzt die Zellentür aufmachen oder erstmal uns um die Leute hier kümmern. Kurz schauen, das ist nur noch der da hinten, das ist zumindest hier in dem Gebiet. Nein, da ist noch einer. Sehr schön. So. Wieder 2. Der hatte wieder einen Helm auf oder keine Ahnung. Nicht ganz getroffen. Sehr fein. Gut. Hängt eine Waffe. Eine Verwüsterkanone. Wie gefällt dir jetzt? Sehr schön. Waffe kurz aufgehoben. Und weiter geht's. So, hops, wie ein Äffchen. Bis jetzt unentdeckt, ne? Gar nicht mal so schlecht. Da ist noch jemand. Okay, das ist ein schwerer Soldat da hinten. Wir looten das nachher. Kümmern uns erstmal um Gegner, die eventuell Leichen finden könnten. Natürlich, Regen. Wer? Wo? Sieht die mich nicht? Die hat mich nicht gesehen. Wahrscheinlich durch den Regen. Hey, siehst du was da draußen? Kommt nur der eine? So. Markieren, markieren, markieren. Ich hab die Ruhe genossen. Alter, was? Komm rein. Erledige dich. Ja, ja, ist immer noch. Gut, wir müssen auf schnellere Pfeile wechseln. Ah. Wo bist du? Kleiner Lump. Komm ran. Nimm diesen Helm ab. Feuer frei! Nein! Doch. So, das war's mit deinem Tank auf dem Rücken. Doch. Alter, der da oben, der hat eine Mega-Waffe. So, okay, der da oben. Okay, den Fall können wir schon mal nicht nehmen. Den müssen wir nehmen. Uah! Okay. Okay, jetzt wird's kriminell. Geht da hoch? Schießt noch einer. Alter, das wird hier heftig. Aber das ist bestimmt der Big Boss. Am besten erstmal seine kleinen Freunde ausschalten, die nicht so gepanzert sind. Okay, Heilung. Ach, mein Pfeil ist explodiert. Schaut mal die Gesundheit von dem an. Schon wieder. Schießt du hier mit 3 Pfeilen? Nein! Das sieht richtig aus. Doch. Oh.
Wow. Junge. Nein. Guck mal, ich bin sicher, du kannst hier nicht hochklettern. Haha, hat er mich verfehlt. So, wo ist er? Da drüben ist er. Gut, ich hoffe, der jagt mich. Na, hallo. Na, hallo. So, Sportsfreunde. Okay, haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Auch wenn die Kämpfe immer härter werden und ich das Gefühl habe, dass unsere Waffen nicht mehr ganz so ausreichen. Aber es soll ja auch nicht zu leicht sein, das Spiel. So, wir looten erstmal alles weg. Dann war hier unten eine Zellentür gewesen. Da. Erstmal die Rebellensoldatin looten. So, damit hier ja nichts übrig bleibt. Wo war die Zellentür hier? Da ist noch was. Die Marke müssen wir uns auch noch holen. Von dem Big Boss. Nehmen wir uns erstmal alles, was hier so rumkreucht und fleucht, ne? Großzügiges Vorratslager. Hier wäre auch noch eine Waffe gewesen. Gut, wusste man nicht. Todbringergewehr hätten wir hier gehabt. Ach, das wäre cool gewesen. Naja. Gut, die Pflanze brauchen wir jetzt nicht looten. Zellentür aufbrechen. Wer bist du? Jemand, der helfen will. Folge mir, dann kommen wir vielleicht lebend hier raus. Mir bleibt wohl keine Wahl. Nein, bleibt dir nicht. So. Wo ist der Kadaver vom El Maestro? Hier oben, da leuchtet's doch. Erstmal nehmen wir uns die mit. Außenposten, Anführer. So, hier alles einsacken. Alles einsacken. Zack. Zack. Der ist jetzt mitgekommen, sehr cool. Er schaut zu, wie ich hier alles wegnehme. Und hier haben wir doch was. Na, komm. Das ist ein Bild von uns. Warum ein Bild von uns? Das bin ich. An alle Ingenieure und Agenten. Findet die Nora, die unsere Anlagen lahmlegt. Und wer sie nochmal Retterin oder Streiterin vor mir nennt, dem schlage ich den Kehlkopf ein. Asera, wir brauchen dich. Ruhe bewahren, ich bin gleich da. Spürt sie auf und tötet sie. Und dann bringt ihren Fokus zu mir. Würde Silence nicht gefallen, wenn ich all diese Daten bekäme? Da haben wir's. Silence hat mit den Söhnen des Prometheus zu tun. Aber warum? Warum, Silence? Wir untersuchen mal das Pergament. Eine Karte. Wenn ich das richtig sehe, führen alle Straßen in den Dschungel durch dieses Dorf. Na, nur gut, dass wir dieses Dorf befreit haben. Da hinten ist noch was. Oh, jetzt geht's los. Spurensuche. Direkt hier ran? Ornament. Wir untersuchen. So wie es hier aussieht, ist dieser Ort wichtig für die Tenakt-Anhänger. Aber die Rebellen scheinen ihn nicht zu mögen. Diesen Ort einzunehmen ist eine gute Strategie der Rebellen. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Dieses Dorf hat eine besondere Bedeutung für den Stamm. Regan meinte es wohl als Botschaft, als sie ihren Truppen die Einnahme befahl. Das klingt nach Ärger. Ich sehe lieber nach, was los ist. Tja, da werden welche kommen. Schnell Muni herstellen. So,
Hier ist da irgendwo der Big Fight. Da geht's ab. Okay. Wir hauen jetzt einfach mal drauf. So, okay, wir hauen mal rein hier. Jawala! Hammer. Rede mit Gattak. Die hat das Dorf jetzt mit angegriffen. Mit der wir am Anfang geredet haben. Am Anfang der Folge. Und wir haben für sie Marschsteig zurückerobert. Sehr cool. Und hier mussten wir auch wieder nicht viel machen, ne? Die kommen dann halt. So. Okay. Frau Gattak. Aloy, du bist doch gekommen. Mhm. Gattak, was für ein perfektes Timing. Erst halfst du uns mit diesem Abschaum in der Wildnis, jetzt hast du uns geholfen, unser Dorf zu befreien. Dafür schulden wir dir Dank. Ach Quatsch. Marschsteig ist ein heiliger Ort für meinen Clan. Hier trainieren wir für die Prüfungen, die uns zu richtigen Soldaten werden lassen. Und hier erhalten wir unser Zeichen, wenn wir sie bestehen. Hier wurde Hekaru selbst zum Soldaten. Diesen Ort einzunehmen war also eine Machtdemonstration von Regala. Eine fehlgeschlagene, dank dir. Wir lassen den Ort wieder aufblühen und schützen ihn vor allen Rebellen der Gegend. Das klingt, als kämt ihr jetzt allein zurecht. Ich gehe dann mal. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Na klar. Rebellenlager abgeschlossen. Marschsteig. Wir können jetzt hier speichern. Yeah. So, Freunde. Dann geht's in der nächsten Folge auf zu Demeter. Oder haben wir hier noch irgendwas? Nein. Schluchtrand hat man hier noch. Flugschreiber, Redenfahrt, Kerufs Bauteile. Wir haben noch so viele kleine Missionen. Talana. Talana-Quest haben wir auch noch. Haben wir noch eine Rennbahn. Eine Brutstätte. Leute, wird Zeit, dass wir hier in den Westen kommen. Noch eine unbekannte Siedlung. Warum ist da oben eine unbekannte Siedlung? Und was ist beim Bollwerk los? Ach so, da ist nur noch die Quest mit dem, ja, Trainer. Die machen wir am Ende mal. Ah, hier hoch müssten wir eigentlich auch noch mal. Oh, so viel. Aber wir machen jetzt Demeter. Wir machen Hauptquest. Also, Freunde, bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Einschalten. Dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.